Da bin ich wieder. Hey, letzte Folge haben wir ganz schön auf die Fresse gekriegt, oder? So was. Weiter geht's. Kettensäge benutzen. Was haben wir denn da? Warten Nein. Sie! Hier oh. drüben! Oh. Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit! Detective Castellanos. Leslie Doch müsste der kurz Castellanos. Vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden. Oh. Kapitel 3 überlebt. Ja, Spiel speichern. Der Patient. Und nächstes Kapitel. Aua, aua, tut ja alles weh. Ah, das Hospiz. Ja. Leslie wurde hier vor Jahren behandelt. Er kam her, weil er diesen Ort für vertraut und sicher hielt. Sie wissen, wo wir sind? Dort liegt das Hospiz meines Bruders. Er nimmt uns sicher auf. Das beantwortet nicht meine Frage. Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade meinen Verstand verliere und Sie nur eine Einbildung sind. Ich glaube, ich habe noch einen kleinen Funken Anstand. Und daher die Pflicht, meinen Patienten zu schützen. Als Mann des Gesetzes gilt das auch für Sie. Hoffentlich ist sein Bruder nicht genauso ein Arschloch. Aha. Und schon wieder diese Musik. Aha, was haben wir da? Oh. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Februar 2005. Myra wurde heute Nachmittag fast getötet. Wir haben einen Verdächtigen verfolgt und er hat auf sie geschossen. Gott sei Dank war ich in der Nähe. Sie kommt schon wieder auf die Beine. Aber es war unerträglich, sie so bluten zu sehen und das Gefühl zu haben, sie zu verlieren, ohne ihr sagen zu können, was ich für sie empfinde. Ich glaube, sie fühlt dasselbe. Da ist etwas zwischen uns. So viel steht fest. Es verstößt gegen den Verhaltenskodex. Aber ich muss sie wissen lassen, was ich für sie fühle. Ich hoffe nur, dass ich mich nicht lächerlich mache. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Lieber nicht. Bats! Und ein Spiegel, aber den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und du kommst jetzt immer mit mir mit. Dr. Fernandez oder wie hieß der jetzt nochmal? Ja, gehen wir da rein. Mal lieber ein bisschen vorsichtig wieder sein. Könnte ja ein Viech da drin sein. Aha. Was ist hier nur passiert? Abziehen. Nichts reißen. Alles freilegen. Keine Sorge. Doktor, nein, nicht. Ey, was macht der? Das ist mein Bruder, Valerio. Leslies früherer Arzt. Abziehen. Ja, alles freilegen. Hey, was machen Sie da? Oh. Oh, weia.
Verbrenn ihn! Sag mal, stirbt jetzt auch mal! Oh, na endlich! Oh. Schwede, Monede. Unmöglich. Kann nicht Rovik sein. Ah, der hat einen Schlüssel da versteckt. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich da mal rein. Ah. Wie mache ich das jetzt? Ah, okay. Heftig. Ah! Oh! Fuck! Scheiße! Habe ich den Schlüssel jetzt wenigstens? Puh. Okay, den Schlüssel haben wir. Wo ist jetzt der Doktor hin? Da ist er. Hallo, mein Freund. Zum Glück bist du dabei. Aha. Brandbolzen. So, ich gehe jetzt erstmal hier alles. Oh! Das kam von draußen. Ja. Der Doktor kommt mir auch recht merkwürdig vor. So, wie schaut's denn aus? Ach, die hau ich mir jetzt gleich rein. Zack. Da sind wir reingekommen. Ja, raus gehe ich jetzt erstmal nicht. Weil ich will erstmal gucken, was hier alles gibt. Voll. Alles klar. Noch mehr Brandbolzen. Und Chill. Juhu, ein bisschen Chill muss sein. Dann macht das. Hier ist lauter Zeug zum Verstecken. Das ist, macht mich ein bisschen stutzig. Oh, da ist jemand. Mach mal die Lampe aus. Oh oh. Nimm mal Pistole. Oh. Der kommt von unten. Scheiße. Ja, verstecken bringt jetzt hier auch nichts. Na? Aber da konnten wir auch hier gerade hier. Ah, wieder eine Flasche. Kann man hier rausschauen? Erkennt man nichts. Ah, da kommt er. Come on. Komm her. Und verbrennen. Ich habe keine Streichhölzer mehr. Ah, eine Axt. Da kriegen wir schon mal einen nieder. Der rennt weg, oder was?
Schisser. Genauso wie ich. Puh. Ja, ist da jetzt noch einer? Naja. Raus hier. Da ist niemand. Huhuhu. Okay, jetzt ist Vorsicht geboten, aber dass der hier jetzt hier ständig rumläuft. Die haben uns. Nein! Jetzt hat er die Axt für die benutzt. Alter! Was soll denn das schon wieder hier? Alter, dass die immer so rumhampeln müssen. So. Eigentlich. Naja. Ich hoffe mal, die stehen nicht wieder auf. Aber eigentlich, wenn der Kopf so wegsplasht, glaube ich, sind die erledigt. So, was haben wir denn hier noch alles Schönes? Schweinchen. Wieso habe ich eigentlich keine Streichhölzer mehr? Echt keine mehr. Jetzt sollte ich vielleicht mal versuchen, mich mit Anschleichen an die Rand zu machen. Da vielleicht noch wer? Hallo? Jemand zu Hause? Ah. Voll. Okay. Das nächste Mal verwende ich vielleicht mal so einen Bolzen. Einfach nur mal, um zu sehen, wie das, was das für eine Wirkung hat. Muss ich aber wahrscheinlich den Kopf treffen. Da geht's nicht rein. Und hier ist doch wieder das Haus. Oh. Chill. Runtergefallen. Das hört sich ja ekelig an. Aber es war es auch schon hier. Dann mal da hinten weiter. Oh, da oben. Ach, das ist nur. Das sind nur. Jetzt fällt mir nicht mal mehr dafür der Name ein. Strohpuppen. Vogelscheuchen. Ah, noch eine Axt. Fein, fein. Hilfe! Hilfe! Ah. Was hat der Junge für ein Problem? Ach, der Junge. Okay, dann mal hinterher. Aber da oben ist er rein. Wir schauen jetzt erstmal die anderen Häuser an, damit wir hier alles erledigt haben. Da ist das Tor. Und da kommen wir nicht so wirklich. Doch, da hinten. Und da ist schon wieder einer drin. Da hat sich was bewegt. Na, komm her. Komm her. Und? Bewegt sich nicht mehr. Sehr schön. Puh. Plantbolzen. Kartenfragment. Aha, was ist denn das? Weiß ich nicht. Aber jetzt mal gucken, ob hier eine Falle ist. Sind oder einsperren? Ah. Eine Falle. Haha. Entschärfen. Noch ein Blendbolzen und Granate. Und Teile waren da noch. Wo sind die Teile?
Ja. Yeah. Das letzte Mal gar nicht genommen. Und Munition. Und da unten ist ein Bild. Was ist denn da Schönes hingemalt? Ach, das ist doch bestimmt von diesen einen Patienten da. Ja, Leute, aber... Ich gehe jetzt mal schnell zum Speichern und vielleicht können wir uns noch was kaufen. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Puh. Hier war der Schuppen. Genau. Oh, dieses... Da muss man echt drauf aufpassen. Die Ausdauer sollte ich vielleicht mal ein bisschen höher machen jetzt. Ich hab's gewusst. Schlaues Kerlchen, mein Freund. Hier, seht ihr? Zeichen, Zeichen. Jetzt schaue ich aber mal, vielleicht sind da jetzt irgendwelche Türen schon offen. Nee. Auch nicht. Ja, egal. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Aha, was denn? Wo? Ich bin ganz Ohr. Hier entlang, bitte. Oh oh. Jetzt überziehen wir mal ein bisschen. Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Schaut wohl so aus. Mir schwant Böses. Detective Castellanos? Ja? Haben Sie so einen Schlüssel? Ja, habe ich. Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Aha. Eine oder? Ja, eine. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Ah, okay. Oh, hätte ich vielleicht einen anderen aufmachen wollen. Aber man kann sich hier Schlüssel sammeln. Das macht mich heiter. Ah, und hier kann man bestimmt die Kartenfragmente hinbauen. Aha. Ach, der eine ist schon dran. Crimson City. Und hier ist sonst weiter nichts. Ja, dann machen wir jetzt noch das Upgrade. Kommen wir hier auch durch? Durchgang versperrt. Ah, das ist wieder neu. Vermisster Patient gefunden. Betreuer äußerst besorgt. Der seit vergangenen Dienstag vermisste Psychiatrie-Patient hatte sich einem Fotostudio versteckt. Arzt Valerio Jimenez überzeugte, es war Gottes Wille. Ist klar. Da ist auch noch dasselbe. Schauen wir mal, was geht. Also Ausdauer wäre nicht schlecht. So. Einmal Druck hier bitte. Maximale Sprintdauer. Das hört sich doch gut an. Oh, ich habe sogar noch mehr. Nahkampfschaden. Spritzenwirkung. Geht nicht. Waffen. Machen wir die Pistole. Schadensmultiplikator. Den machen wir auch mal höher. Die Feuerrate. Genauigkeit. Kritisch. Geht nicht mehr. Was haben wir noch? Nachladegeschwindigkeit nehmen wir jetzt auch mit.
So. Jo, speichern und dann sag ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.